Lab- und Sachgeschichten oder wie ich dazu komme, im Piratenoutfit unterwegs zu sein. Hallo, liebe Freunde des Mittelalters, hier ist Arnulf der Schandorn auf Kavau TV und ich wollte ein bisschen was darüber erzählen, warum eigentlich Piratenoutfit. Also zum einen, diesen Hut hier habe ich vor vielen, vielen Jahren auf einem Live-Rollenspiel gekauft, vor sehr vielen Jahren. Und irgendwie begab es sich zu einer Zeit, als ich mal wieder auf eine LARP-Veranstaltung fuhr. Für Leute, die nicht wissen, was LARP ist, L-A-R-P, Live-Action-Role-Playing-Games. Ich denke mal, ihr könnt mein YouTube-Video zu dem Thema LARP anschauen. Ich habe da einen Link unten in der Videobeschreibung auch mit drin. Jo, für alle anderen, ich denke, die meisten wissen, was LARP ist. Ja, die Geschichte. Es war einfach so, ich wollte mir beim Unterwegssein auf so eine Sache wie zum Beispiel Drachenfest, wo du halt wirklich sehr lange bist und wo du dir denkst, so ja, die ganze Wäsche, die du mitnimmst, möchtest du nicht schon bei der Hinfahrt verdrecken. Also habe ich mich einfach ins Piratenoutfit geschmissen und das war einfach meine Autofahrkluft. Schnürhemd, selbstgenähtes Fechtjäckchen, das mir mal gepasst hat, als ich noch Rapier gefochten habe. Inzwischen nicht mehr, weil ich zu fett geworden bin, ist egal. Dazu der Dreispitz und ich fuhr los. Und es begab sich, ich glaube das war 2017, war Schlammergeron 2017, ich glaube fast, das war 2017, dass ich zum Drachenfest gefahren bin und es hat tierisch geregnet. Jetzt hatte ich natürlich meine gelbe Tunika hauptsächlich dabei, die ist pflanzengefärbt, ja. Und die wollte ich nicht vernichten in diesem ganzen Schmodder, weil es hat halt geregnet, es war alles voll Schlamm und so weiter. Und ich hatte ja noch dieses Piratenoutfit an und ich hatte, glaube ich, für die Rückreise sowieso noch ein zweites Schnürhemd mit und Unterwäsche und so zum Wechseln war ja eh genug da. Also habe ich gedacht, so solange das Wetter so ist, halte ich das Zeugs einfach an. Das Wetter wurde nicht besser und das hat dazu geführt, dass ich praktisch im ganzen Drachenfest durchgehend in Piratenklamotten unterwegs war. Und vor allem natürlich wechselst du dann nicht mehr kurz vor Ende um auf bessere Klamotten, also auf andere Klamotten, weil einfach der Style nicht passt. Und die Leute kennen dich jetzt im Piratenoutfit und das ist dann deine Rolle, ja. Jo, also, man hätte mich ja im durstigen Dolch gar nicht mehr wiedererkannt. Also meine Lieblingstaverne, will ich sagen, auf dem Drachenfest. Und ja, man hört übrigens, dass ich erkältet bin. Also sorry für die verstopfte Nase, aber sonst wird es kein Video geben. Das wäre schade. Ja, und dieses Outfit ist mir ans Herz gewachsen. Im Jahr drauf, beim Drachenfest, habe ich dann wieder das Piratenoutfit getragen. Hat auch so ein bisschen Vorteil, ist ein bisschen inkognito gewesen zu meinen YouTube-Videos. Die Leute sind sehr, sehr bildlich auf Klamotten eingeschworen. Also wenn ich in dem Outfit irgendwo bin, erkennt man mich sehr viel schneller, als wenn ich jetzt im Piratenoutfit unterwegs bin. Da sind sie sich nicht sicher, ob ich bin. Also ist das so ein bisschen inkognito sein. Und weil ich das auch gern beim Autofahren anhabe, trage ich es auch gern auf Messen. Also zum Beispiel Gamescom oder CCXP und so weiter und so fort. Und ich bin irgendwie drauf gekommen, dass ich einfach diese Klamotte sehr schätze. Nachdem ich auch gern auf LARPs war, auch wenn ich dafür viel zu wenig Zeit habe, habe ich mir gedacht, dass ich diese LARP- und Sachgeschichten mache und einfach mal so ein bisschen mein sehr langes LARP-Leben seit den 80ern beleuchte und vielleicht auch so ein bisschen Dinge in diesen Kanal reinbringe, weil ich hatte schon eine Abstimmung, ob wir LARP hier überhaupt mal mehr thematisieren wollen. Es hieß, ja, mach ruhig und ja, deswegen mache ich halt jetzt auch. Und da machen wir jetzt dann Nägel mit Köpfen. Das heißt also, ich habe jetzt, also für diesen Hut und meine Fechtjacke habe ich ein rotes Hemd. Und ich habe mir gedacht, ich will ein grünes Schnürhemd haben. Und das habe ich jetzt bestellt vor einiger Zeit und das ist angekommen. Das heißt also, ich kann ein Video dazu machen. Das wird eines der nächsten Videos auch sein. Und zu guter Letzt möchte ich noch dazu sagen, dass ich demnächst auch anfangen möchte, hier auf diesem Kanal mal den ein oder anderen Shanty zu singen. Weil ich Shanty sehr mag, auch im Stream immer wieder singe und ich finde, die können hier auf den Kanal auch rauf.
Ja, sie sind nicht mittelalterlich, das ist mir bewusst. Aber wenn wir jetzt auch ein bisschen mehr Lab machen, passen sie wieder rein. Und das ist wieder gut. Also ich sag mal so, ein bisschen mehr inklusive und nicht so exklusive Arbeiten. Das ist vielleicht ein Motto, das wir hier ein bisschen verbreiten können. Ich möchte auch demnächst mehr Spiele bringen, also Spielregeln auch zu moderneren Spielen, die aber vielleicht ein Mittelalter-Fantasy-Setting haben oder vielleicht auch ein Piraten-Setting. Ich weiß noch nicht. Anfangen wird es erstmal mit Black Plague, also Zombieside Black Plague, weil die Regeln werden einfach mal gebraucht als Archiv. Vielleicht schalte ich die gar nicht frei, vielleicht werde ich die Videos nur abspeichern hier auf YouTube und ihr seht sie dann gar nicht, sondern nur die Leute, die über den Link reinkommen, sehen es. Das weiß ich alles noch nicht. Aber wenn ihr Interesse habt daran, ob ich die, sprich, wenn ihr aus diese Sachen auch sehen wollt, dann schreibt mir das einfach mal unten in die Kommentare, weil sonst mache ich das halt nicht öffentlich. Dann stört es die anderen wenigstens nicht. Ja, also die Umfragefunktion werde ich übrigens auch mehr nutzen. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, schreibe ich immer wieder auch Beiträge. Also nur getippte Beiträge kann man so auf den YouTube-Kanälen auch machen. Und dann habe ich im nächsten Video noch oder im übernächsten noch eine Ankündigung zu machen. Eine Neuerung, die euch betreffen kann. Und da würde mich eben auch interessieren, wie ihr dazu steht. Aber das machen wir dann später in einem anderen Video. Ich habe hier schon genug gelabert. Wir sehen uns dann bis die Tage. Tschüss, euer Arnold auf Kavau TV. Und vielen, vielen herzlichen Dank für alle Leute, die mich auf Patreon unterstützen. Es bedeutet mir wirklich sehr viel, dass ihr mir mehr Musik möglich macht. Und jo, demnächst halt. Ahoi! Arr! Ciao!